Mein Name ist Jessica Fintzen. Ich habe meinen Bachelor in Mathematik und Physik an der Internationalen Jakobs-University Bremen abgeschlossen und anschließend meine Doktorarbeit in Mathematik an der Harvard University in den USA geschrieben. Der Titel meiner Dissertation lautet On the Moy-Prasad Filtration and Stable Vectors. Die Ergebnisse meiner Doktorarbeit haben Anwendungen in der Darstellungstheorie. Betrachten wir diesen Würfel. Wenn wir ihn um 90 Grad drehen, dann sieht er anschließend genauso aus wie vorher. Wir können ihn auch in eine andere Richtung drehen oder wir drehen ihn um die Raumdiagonale und er sieht immer noch genauso aus wie vorher. In der Darstellungstheorie beschreiben wir diese Symmetrien mithilfe von Matrizen. Somit können wir auch die Symmetrien von viel komplizierteren Objekten mithilfe von Matrizen beschreiben und somit besser verstehen. Die Symmetrieobjekte, die ich in meiner Doktorarbeit untersucht habe, heißen p-adische Gruppen. Dieses sind algebraische Objekte, die einer Primzahl p zugeordnet sind. Um diese p-adischen Gruppen zu verstehen, zerlegen wir einen Teil der Gruppe in kleine Bruchstücke. Dieses nennen wir Moy-Prasad-Filtrierung. In meiner Doktorarbeit habe ich diese Bausteine untersucht und habe gezeigt, dass ihre Struktur unabhängig von der gewählten Primzahl p ist. Als eine erste Anwendung erhalten wir neue, unendlich dimensionale Darstellungen von p-adischen Gruppen. Was mich am Leben einer Mathematikerin überrascht hat, ist, dass man sehr viel reist, um Vorträge zu halten, Konferenzen zu besuchen und sich mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen. Dieser internationale Austausch ist für mich sehr bereichernd und ich danke der Studienstiftung für ihre Unterstützung. Als Mathematikerin ist es für mich eine besonders große Ehre, mit dem Friedrich Hirzebruch-Preis ausgezeichnet zu werden. Nach meiner Dissertation an der Harvard University habe ich ein Jahr als Postdoctoral Assistant Professor an der University of Michigan verbracht. Außerdem habe ich es sehr genossen, letzten Sommer an dem Max-Planck-Institut in Bonn zu forschen, an dem ich bereits als Bachelorstudentin ein Praktikum absolviert hatte. Dieses akademische Jahr 2017/2018 verbringe ich nun hier am Institute for Advanced Study in den USA, wo bereits Friedrich Hirzebruch vor 65 Jahren geforscht hatte. Nächstes Jahr werde ich als Junior Research Fellow des Trinity College in Cambridge in England sein. Und wenn ich einmal einen freien Kopf bekommen möchte, dann finden Sie mich in der Turnhalle. Thank you.